Willkommen bei Swiss Trail. Heute will ich mal noch was zu Corona sagen, und zwar über die präsymptomatische Ansteckung durch Covid-19. Das heißt, dass man sich anstecken kann, bevor es Anzeichen einer Krankheit gibt. Und das ist einige Tage vor Ausbruch der Krankheit, vielleicht 3 bis 4 Tage möglich. Und wir sehen ja da auch da in der Schweiz nach wie vor steigende Kurve, kein Knick zu sehen. Aktuell heute am Sonntag, 5.4., 20.000 bestätigte Fälle, 666 Tote. Da natürlich in den USA 312.000 Fälle und 8.500 Tote und dann natürlich gar kein Knick sichtbar. Jetzt der Artikel, den habe ich auf der CDC-Seite gefunden, also auf der amerikanischen Centers for Disease and Control and Prevention-Seite. Das ist die offizielle Seite, sozusagen die Bundesseite. Und da wird gesprochen, zeige hier die deutsche Übersetzung, von mehreren Clustern in Singapur. Das sind Fälle und die wurden da nach ABC benannt. Und das erste Cluster, das lässt ziemlich aufhorchen. Touristen aus Wuhan, 55, 56, die gingen am 19. Januar in Singapur in eine örtliche Kirche. Und sie hatten erst 3 Tage danach Symptome. Und 22. und 24. Januar. Dann sind 3 weitere Personen im Alter von 53 Jahre und 39 Jahre und 52 Jahre, die sind an derselben Stelle abgesessen, auf demselben Kirchenstuhl. Die Kirchenstühle wurden überwacht durch eine Überwachungskamera, die konnte ausgewertet werden und die hatten es nachher auch. Also rein durch Absitzen am gleichen Ort wurde augenscheinlich die Krankheit weitergegeben, also eine Kontaktinfektion. Und das würde natürlich erklären, dieser extreme Anstieg. Wir haben jetzt schon 3 Wochen, weiß ich was, für Maßnahmen, die offensichtlich unwirksam sind. Ich weiß nicht, ob da Daniel Koch diesen Artikel gelesen hat. Denke eher nicht. Und schauen wir da mal noch weiter. 10 vor 10 hat da berichtet, dass pro Spital anstatt 1500, Zürich 400 anstatt 1500 Tests, mögliche Tests. Bern 400 Tests anstatt 1500. Sie könnten 1500 machen. 400 anstatt 1000. Was heißt das? Die Testkapazitäten werden in der Schweiz zu einem Drittel genutzt und angesichts dieser Ansteckbarkeit und dass ganz klar eine präsymptomatische Ansteckung möglich ist, ist das schlichtweg fahrlässig. Und ich darf niemanden anstecken. Ich glaube, das ist ziemlich eine Verharmlosung. Es ist sogar Kontakt. Die Kontaktinfektion ist nicht auszuschließen. Und wenn man das sieht, da, ich habe dafür gedacht, ja, völlig übertrieben. Aber vielleicht ist es wirklich nicht übertrieben, weil effektiv Kontaktinformation,
Infektionen möglich sind. Ja, also da sehr wichtig, da nochmals zusammenfassend. Es wären 1500 pro Spital Tests möglich, die werden nicht ausgeschöpft. Das Risiko, eine massive Ansteckung und die Hygienemaßnahmen bei Kontaktinfektionen reichen wahrscheinlich nicht. Also wir hoffen da bald auf bessere Zahlen, aber das ist, auch wenn wir da Italien anschauen, Italien schon lange betroffen, auch noch kein Knick. Also die Knicke, die lassen auf sich warten. Und da müssen einfach viel strengere Maßnahmen her, vielleicht auch Maskenpflicht. Die ganze Seuche ist, wie man sieht, durch eine Kontaktinfektion. Eine Person hat drei Personen angesteckt, 1 zu 3. Das ist natürlich massiv. Also da muss man sich nicht wundern, dass da bei den jetzigen Maßnahmen die Kurve halt immer noch nicht geknickt ist. Die hätte da bei einer durchschnittlichen Ansteckungsdauer von vielleicht 7 Tagen vor Infektion, nach deiner Infektion sind ja dann die Leute wahrscheinlich vorsichtig und stecken niemanden mehr an, ist das sehr bedenklich. Gut, dann bis später bei Swiss Trader.